Hallo, liebe Trommler, jetzt geht's weiter mit Zahlengruß. Ja, ich werde jetzt in der 16. eben verschiedene Gruppen erstellen. Also zum Beispiel Zweier-, Dreier-, Vierer-, Fünfer-, Sechser-Gruppen. Bunt gemischt, je nach Lust und Laune. Setzt diese Gruppen zusammen. Achte natürlich erstmal drauf, dass ich nicht mehr als 16 Schläge insgesamt habe. So, dann arbeite ich da in diese ganze Geschichte Bassdrum und Snaredrum Schläge ein. Hi-Hat und Right-Backing Schläge kommen dann auch noch rein, wie das natürlich bei einem Groove ganz typisch ist. Und dann höre und schaue ich mir einfach an, wie das Ergebnis ist dieser Kreation. Das kann man natürlich dann unendlich wieder verändern. Also die Bassdrum und Snaredrum Schläge in den Gruppen anders setzen. Oder wieder andere Gruppen bilden. Oder wieder die Reihenfolge der vorhandenen Gruppen verändern. In jedem Fall ist es ein sehr interessanter Prozess, bei dem sehr interessante Grooves rauskommen können, die einem so aus musikalischen Gründen oder wie auch immer mit Sicherheit nicht einfallen würden. Zahlengruß, eine echte Bereicherung bei der Gruberei. Also viel Spaß damit. Übt natürlich schön langsam, schön zählen, schön gleichmäßig zählen. Habt viel Spaß und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!